Hallo, mein Name ist Gamero und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von FIFA 17 Karrieremodus mit dem BVB. Ja, ein kurzer Einschub mal ganz kurz hier. Ich hatte in der letzten Zeit sehr, sehr große Internetprobleme. Ich konnte keine Videos hochladen. Ich konnte teilweise verschiedenste Internetseiten nicht abrufen. Unity Media hat mir da einen ziemlichen Strich durch die Rechnung gemacht und sie haben sich dann doch letztendlich jetzt endlich bequemt, nach einer Woche mir das Internet zurückzugeben. Und jetzt geht alles wieder und ich hoffe mal, dass wir jetzt so ein paar Videos wieder aufbereiten können und müssen wir mal schauen, ob wir das irgendwie hinkriegen. Auf jeden Fall geht es jetzt los wieder mit den Folgen vom BVB Karrieremodus und ich würde sagen, ich schalte mal in die Folge wieder rein. In dieser Folge geht es gegen die Rangers in der Champions League. Wir gucken mal ganz kurz auf die Tabelle. Hier ist die Tabelle. Auf dem ersten Platz ist Villarreal, auf dem zweiten sind wir mit Dortmund, Zenit und Rangers. Ja, und ihr seht schon, es ist eine ganz, ganz knappe Geschichte. Alle drei oben haben 5 Punkte und wir müssen dementsprechend auf jeden Fall gegen die Rangers gewinnen, um schon mal den ersten Schritt in die richtige Richtung zu geben. Es ist noch nicht alles verloren. Ich dachte ja eigentlich, das wäre eine ziemlich leichte Gruppe. Letztendlich ist es das nicht geworden, aber ich denke mal, die Chancen liegen trotzdem oder stehen trotzdem gut, dass wir auf jeden Fall eine Runde weiterkommen. So, und hier ist das Team. Die Jungs sind nicht hundertprozentig fit, aber ich würde trotzdem sagen, dass wir die A11 definitiv spielen lassen. Ich habe Carrasco reingenommen für Reus. Und ja, den Rest müssen wir mal gucken. So hundertprozentig fit sind sie nicht, aber ich denke mal, dass wir das auf jeden Fall mit den Jungs hinkriegen werden gegen die Rangers. Und ich würde sagen, labern wir einfach nicht lange rum. Wir gehen jetzt einfach in das Spiel, das Champions League Spiel, das so wichtige Champions League Spiel gegen die Glasgow Rangers. Also, bis gleich. Da sind wir nun endlich in der Champions League im Signal Iduna Park in Dortmund. Zum Spiel Borussia Dortmund gegen die Glasgow Rangers. Ja, Gruppenspiel der Champions League. Es ist eine ganz, ganz knappe Geschichte in dieser Champions League-Phase, in dieser Gruppenphase. Und wir müssen auf jeden Fall gegen die Rangers gewinnen. Ansonsten wird es eine ganz, ganz enge Partie. Hier sehen wir es nochmal in der Tabelle. Heieiei, also Villarreal auf dem ersten Platz aufgrund der Tordifferenz. Und wir müssen auch noch gegen Villarreal spielen. Wir müssen auch noch mal gegen Zenit spielen. Das heißt, wir können jetzt erstmal den Grundstein legen für die gute Zukunft, für eine besondere Zukunft und für das Weiterkommen in die nächste Runde. Spieler im Fokus ist Ousmane Dembélé. Der hat 2 Tore im letzten Spiel gegen den 1. FC Köln geschossen. Und ich hoffe mal, dass er an diese Leistung auf jeden Fall wieder anknüpfen kann. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert für uns. Ihm gegenübergestellt ist ein Carrasco und vorne drin ist Aubameyang. Also wir haben auf jeden Fall eine sehr gute Offensive. Hier ist das restliche Team, die Startelf von unserem BVB. Mit Timo Horn im Tor, mit Guerrero links, Süle, Riedewald, Klostermann, Dahoud, Weigel, Gündoğan und eben Carrasco, Dembélé und Aubameyang vorne in der Offensive. Die sollen die Tore machen, die sollen die Tore vorbereiten und am besten viele Tore machen. Aber wir erwarten auf jeden Fall ein kämpferisch hartes Match gegen die Rangers. Die Schotten sind ja dafür bekannt, dass sie mit Herzblut kämpfen. Und das werden wir heute auf jeden Fall wahrscheinlich auch sehen. Hier sind die Rangers mit Fort Darringham im Tor, mit Wallace links, mit Kernan und Sanders und Tavernier, Brooks, Rossiter, Holt, vorne O'Halloran und wie sie alle heißen, Waghorn sehe ich, McKay. Okay, ja, hätten wir alle jetzt aufgezählt. Das ist das Team von den Rangers. Ja, wie gesagt, wir erwarten auf jeden Fall ein kämpferisch hartes Match. Die Rangers werden wahrscheinlich ziemlich hart zur Sache gehen, ziemlich viel pressen, ziemlich Druck ausüben auf unseren BVB und da müssen wir uns erstmal befreien. Und ich hoffe mal, dass wir das einigermaßen gut können, besonders auch durch unsere große individuelle Stärke, durch unsere große individuelle Qualität. Das wäre schon ziemlich wünschenswert. Also das will ich auch natürlich vom BVB sehen. Nicht nur das Verlassen auf die individuelle Stärke, sondern auch das Kämpfen. Der Kampf muss natürlich da sein. Und da sehe ich natürlich einen Gündoğan sehr weit vorne. Der kann auch mal die Schweinearbeit erledigen. Und jetzt haben wir vielleicht die Chance, über Aubameyang was zu reißen. Das war ein guter Ball auf Ousmane Dembélé. Dembélé versucht es, der Schuss war gut, aber leider nur an die Latte. Aber das nächste Ding, Aubameyang wird gelegt von Wallace. So, jetzt wieder der Angriff, aber wieder geklärt von Crooks. Weigel setzt sich noch nicht so richtig gegen seinen Widersacher durch. Wieder guter Ball, aber Gündoğan. Also Gündoğan kämpft auf jeden Fall hier. Er versucht alles, um sich gegen die Rangers durchzusetzen. Und jetzt haben wir jetzt erstmal ein bisschen Platz und der Platz ist gut. Auf Dembélé, vielleicht mit dem Schuss und dem Tor und er macht das Tor.
Ousmane Dembélé mit dem 1:0 für den BVB. Das war ein wichtiger Treffer, vor allem in den Anfangsminuten, um nochmal den Rangers zu zeigen, wir sind hier eigentlich die bessere Mannschaft. Ihr könnt kämpfen, wie ihr wollt, aber wir sind dennoch besser. Und da haben wir den Beweis. Ousmane Dembélé mit dem 1:0. Richtig, richtig gutes Tor. Gut rausgespielt vom BVB. Da hatten wir mal ja ein Übergewicht in der Offensive. Ich glaube, das war 4-3 oder so. Und schon ist das Ding drin. Ousmane Dembélé, 20. Minute. Das ist ein wichtiges Tor, um hier schon mal ein Ausrufezeichen zu setzen. Und Aubameyang kämpft. Gut gemacht von ihm. Über Carrasco jetzt. Da ist Dembélé. Dembélé versucht sich hier durchzudribbeln. Klappt leider nicht. Aber Carrasco ist auch noch da. Schade. Dribbelt sich ein bisschen fest gegen Tavernier. Oder Tavernier. Ich habe keine Ahnung, wie die Jungs ausgesprochen werden. Ich habe keine Ahnung, wirklich. So, und wieder der nächste Angriff. Also bisher geht es hier gerade Schlag auf Schlag für den BVB. Und das ist ein guter Ball gewesen auf Dembélé. Dembélé versucht und vor Darringham kriegt noch den Ball an den Fuß. Kann ablenken zur Ecke. Aber Ecke, normalerweise sind wir da auch relativ gefährlich. Jetzt vielleicht über Dembélé. Dembélé mit der Flanke. Die kommt gut, aber oi, Riedewald wurde da ein bisschen gesperrt. Kommt da nicht zum Ball. Schade. Wäre eine super Möglichkeit gewesen. Also wir führen 1:0. Das ist schon mal ein wichtiges Ergebnis für uns. Das darf natürlich gerne so bleiben. Das darf sich auch gerne noch erhöhen. Wir spielen auf jeden Fall kein schlechtes Spiel aktuell. Also gegen die Offensive wissen sich die Rangers noch nicht so richtig durchzusetzen. Sind ein bisschen nervös hinten mit Sanders und so weiter. Also das ist aktuell, weiß ich nicht. Wir versuchen über Kampf zu kommen, aber es reicht hier aktuell noch nicht. Und jetzt Gündogan mit dem Schuss und es war ein sehr, sehr guter Schuss. Riesenmöglichkeit für Ilkay Gündogan. Aber da braucht Foderingham leider nicht mehr ran. Knapp am Tor vorbei für den BVB. Also die großen Chancen sind auf jeden Fall da für den BVB. Ja, wir haben 38 Minuten gespielt und der BVB stark. Der BVB spielt gut, aber auch nicht hundertprozentig. Also mega gut spielen wir nicht. Wir haben einige Chancen liegen gelassen. Wir haben einige Aufbaufehler gemacht in der Offensive, wo einfach die Rangers richtig gut stehen. Ich meine, sie kommen über Kampf ins Spiel und wissen, wie man zu stehen hat in der Defensive. Da wussten sie es nicht. Das kam jetzt überraschend. Richtig gut dabei von Aubameyang auf Ousmane Dembélé. Und wir brauchen nicht viel Platz, um sich irgendwo durchzusetzen. Das sieht man hier an der Stelle. Hier der Pass von Carrasco auf Aubameyang. Aubameyang sieht sofort Dembélé. Oh, überraschend, dass er da ins linke Eck schießt. Wie er ihn getroffen hat. Wahnsinn, das ist schon technisch allererste Sahne. Und da ist das 2:0. Also ich glaube, da können die Rangers jetzt einpacken. Das ist schon wieder ein Spiel mit zwei Toren für Ousmane Dembélé. Wie auch beim 1. FC Köln. Oder gegen den 1. FC Köln. Also wenn er diese Form beibehält, dann wüsste ich nicht, warum er irgendwann nicht spielen sollte. Aber weiterhin der BVB am Ball. Über Aubameyang. Der setzt sich stark durch. Wird hier aber gelegt. Das muss auf jeden Fall Elfmeter geben. Dumm, da so reinzugehen vom Rangers-Verteidiger. Hier sehen wir es nochmal. Er wurde ausgespielt von Aubameyang und dann kam, postwendend die Rache. Ich denke mal, das ist ein definitiver Elfmeter und wir können jetzt auf 3:0 erhöhen. Über Aubameyang und es war knapp. Von Darringham war noch dran, aber der Ball ist im Netz. 3:0. Ganz, ganz wichtige Führung für den BVB und eine hohe Führung. Das ist ganz wichtig. Wir haben uns gegen den 1. FC Köln ein bisschen eingespielt und eingeschossen. Und das merkt man jetzt natürlich gegen die Rangers. Starkes Spiel bisher von Borussia Dortmund. Ja, die kampfstarken Schotten, die haben Probleme. Die haben tatsächlich Probleme. Wir können mit unserer technischen und individuellen Dominanz, können wir auf jeden Fall die Rangers schlagen und sind wir auch übermächtig gegen diesen Gegner. Da können sie noch so viel kämpfen, wie sie wollen, so tief stehen, wie sie wollen. Es klappt einfach nicht. Und ja, da waren die anderen Ergebnisse. Wenn ihr es sehen wolltet, einmal pausieren und so. Und wir sind direkt schon in der zweiten Halbzeit. Also mal gucken, wie die Rangers
jetzt spielen werden. Sie müssen ein bisschen öffnen. Wenn sie irgendwie noch was reißen wollen in der Champions League, dann müssen sie unbedingt heute Punkte mitnehmen. Ansonsten wird das eine ganz, ganz schwere Kiste für die Rangers, um noch in die nächste Runde reinzukommen. Es wäre schade. Ich mag die Rangers eigentlich ganz gerne. Und jetzt geht's wieder hinten rum. Also sie spielen so viel hinten rum, so wie ich es eigentlich gar nicht gewohnt bin. Das ist natürlich die Nervosität. Das ist natürlich ein bisschen die Überforderung, sicherlich, gegen einen übermächtigen Gegner wie den BVB. Kann man natürlich nachvollziehen. Aber das war ein richtig schöner öffnender Pass jetzt auf O'Halloran. Und Guerrero schafft es, gegen O'Halloran durchzukommen. Gut gemacht von dem jungen linken Verteidiger. Also wir setzen ihn ja eher als linken Verteidiger ein. Und O'Halloran scheint verletzt zu sein. Eigentlich einer der wichtigsten Spieler für die Rangers. Ja, Guerrero ist schon hart reingegangen. Es war nicht unbedingt faul, aber es ist, ja, wir hätten uns auch nicht beschweren können, dass, wenn hier gepfiffen worden wäre. Und Joe Dudu, oder was? Dodu kommt jetzt rein für O'Halloran. Schade, dass der Jung jetzt nicht mehr weiterspielen kann. Er war im letzten Spiel einer der Besten. Heute kommt er nicht so recht durch. Da haben wir uns gut auf ihn eingestellt. Weghorn versucht sich da durchzusetzen. Oh, Weigel. Das war stark von ihm. Das war stark und das ist das Tor. Das ist das Tor. Da geht er einfach durch die Verteidigung durch. Das haben wir in dieser Saison schon häufiger gesehen. Und netzt ein. Das war ein richtig, richtig starkes Spiel. Eigentlich, ja, dachte ich, Weigel kriegt die Situation unter Kontrolle, aber dann hat er es dann doch nicht hingekriegt. Hier sehen wir es. Normalerweise hätte er dann den Ball haben müssen und dann setzt er sich durch. Süle stört nochmal Weigel oder andersrum, Weigel stört Süle, dass er nicht mehr zum Gegner laufen kann und dann ist die Gasse frei. Dann ist die Gasse frei und es steht nur noch 3:1. Jetzt ist die Frage, kommen die Rangers wieder ran? Es wäre seltsam. Normalerweise hatten wir alles unter Kontrolle, aber wir sehen auch jetzt hier schon, es gibt mal wieder Fehlpässe ohne Ende. Die leichtesten Bälle werden hier irgendwie schlecht gespielt. Das darf normalerweise nicht sein. Und Wallace geht hier einfach durch. Jetzt haben wir Dodu. Und Klostermann. Boah, kurz vor Schluss hier nochmal den Kopfball rausgehauen. Tavernier. Jetzt werden die Rangers stärker. Also das Tor hat ihnen jetzt Mut gegeben. Und die Flanke, die kommt nicht schlecht, aber Horn ist da. Nächster Angriff für den BVB über Dembele. Gündogan. Aubameyang, sehr schön gespielt. So, Weigel. Es läuft sich keiner wirklich frei. Aber jetzt, Dahoud. Ah, der Ball kommt nicht richtig an. Aber wieder oder weiterhin der BVB über Dahoud. 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 Aubameyang. Rüber auf den Flügel auf Carrasco. Jetzt vielleicht mal mit der Flanke. Die Flanke kommt ganz gut. Da ist Dembele. Wallace klärt aber vor Dembele. Stark gemacht. In der 69. Minute. Meine Lieblingsminute. Weghorn. Ja, das klärt Weigel hervorragend. Also ich glaube nicht, dass die Rangers hier nochmal rankommen werden. Vielleicht ein 3-2 oder so. Also bisher spielen sie gar nicht so schlecht. Sie kommen so langsam ins Spiel. Es wird wahrscheinlich ein bisschen zu spät gewesen sein. Jetzt aber Aubameyang. Sehr schön. Jetzt muss er sich durchsetzen gegen die Verteidigung. Oh, es war stark gespielt. Weigel macht das 4:1. Jetzt ist alles durch. Julian Weigel mit dem 4:1. Und das war ein gutes, gut gespielt vom BVB. Definitiv. Da haben sie sich alle auf Aubameyang konzentriert, weil sie dachten, er wird vielleicht da irgendwie noch was machen, noch mal reinziehen und dann aufs Tor ballern. Aber nein, er sieht den freistehenden Weigel. Und das ist das 4:1 für den BVB. Damit ist die Sache auf jeden Fall geritzt. Wenn sie nicht schon vorher geritzt gewesen wäre oder ist. Also 74 Minuten sind gespielt und ja, ich glaube, da wird nicht mehr viel passieren für die Rangers. Das dürfte eigentlich gleichbedeutend sein mit dem Aus, mit dem Champions League Aus für die Glasgow Rangers. Aber man darf nicht alles, ja, zu sehr auf die Goldwaage legen. Sie haben auf jeden Fall noch ein paar Spiele. Es könnte noch klappen, aber es wird schwer. Ah, schade. Gut gespielt von Carrasco. Gute Idee. Und ich denke mal, wir wechseln jetzt auch. Wir sehen schon, dass Carrasco total platt ist und andere auch. Ich denke mal, dass wir Aubameyang rausnehmen und dafür kommt jetzt Correa rein. Emre Mor kommt rein für Carrasco. Dembele rückt dafür auf die linke Seite und ich denke mal, dass wir jetzt Castro für Gündogan reinnehmen. Gündogan hat auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich gute Partie abgeliefert. Ich denke, da können wir auf jeden Fall zufrieden sein. Hat viel gekämpft. Hat viel gearbeitet, aber jetzt reicht die Luft einfach nicht mehr. Und Klostermann muss hier klären. Oh, das war
Luftschläger hier von Klostermann. Aber Süle macht das ganz sicher, ganz professionell. Aber der Ball war schlecht auf Halliday. Halliday mit dem Schuss, aber Horn. Horn hält den Ball sogar. Das war ziemlich gut gemacht. Und jetzt merkt man, dass wir, ja, dass die Luft langsam raus ist bei uns. Unsere Bälle kommen nicht mehr an. Unsere Pässe überhaupt nicht mehr. Und wir laufen nicht mehr viel, weil wir nicht mehr viel laufen können, weil wir platt sind. Deswegen muss auf jeden Fall gleich mal der Wechsel kommen. Und der Schuss, Horn. 83 Minuten und bisher warten wir noch vergebens auf den Wechsel. Das war stark gespielt auf Dembélé. Jetzt muss er sich nochmal seine Kraft zusammensuchen. Dembélé, Dembélé mit dem Ding, das dritte Ding. Hattrick für Ousmane Dembélé. Stark gespielt. Also das war richtig gut. Was der im Moment leistet, ist wirklich eine absolute Augenweide. Er hätte sogar noch rüberspielen können auf Aubameyang. Nein, in seiner aktuellen Verfassung macht er sowas natürlich alleine. Und das ist das 5:1. Wahnsinn. Wahnsinn, was der BVB in den letzten Spielen so geliefert hat. Jetzt, ich glaube, jetzt sind sie tatsächlich in der Saison angekommen. Und das, boah, mit absolut Hammer. Mit einem absoluten Hammer sind sie in die Saison reingekommen. Jetzt sind auch die Wechsel vonstatten gegangen. Moore ist drin. Das könnte nochmal gefährlich werden für die Rangers. Aber ich denke mal, sie werden jetzt versuchen, irgendwie das Ergebnis zu verwalten und nicht mehr viel zu riskieren. Weil ein 5:1 ist da schon eine ganz klare Sprache. Oh, das war stark von Klostermann. Gut gemacht. Castro auf Moore. Gut gespielt. Weigel. Ah, kriegt den Ball nicht weiter gelegt. Und oh, was ist denn da? Was ist denn da los? Dudu komplett frei. Und der nächste gute Ball auf Dembélé. Kann er sich durchsetzen? Ja, er setzt sich durch. Das war stark gemacht von Dembélé. Dembélé, jetzt vielleicht in die Mitte nochmal gespielt. Ja, Carrasco. Oh, das war schlecht, aber Moore mit dem Schuss. Aber das war, glaube ich, noch nicht mal Carrasco. Ich weiß gerade nicht, wer das war. Es war auf jeden Fall schlecht. Correa war das normalerweise. Correa, genau. Correa war das mit dem Kopfball. Und der Schuss von Emre Moore am Tor vorbei. Tja, aber das soll jetzt nicht das Spiel entschieden haben. Das war unsere Leistung zuvor mit dem 5:1. 5 Tore für uns. Mal wieder ein absolutes Schützenfest hier in Dortmund. Und ich denke mal, das war eine absolut couragierte Leistung, eine absolut verdiente Leistung und ein verdienter Sieg. Dembélé kann sich zu Recht freuen mit seinen 3 Toren. 5 Schüsse, 3 Tore. Ja, ich glaube, der ist glücklich, der Junge. Und die Rangers müssen jetzt aufpassen, was sie in dieser Champions-League-Saison noch so leisten. Die müssen jetzt auf jeden Fall jedes Spiel gewinnen. Und selbst dann sind die Chancen relativ gering, dass sie weiterkommen. Das ist leider sehr bitter für die Rangers. Aber ja, wir müssen uns auf uns konzentrieren und das ist das Wichtigste. Wir gucken uns auf die anderen Ergebnisse an. Porto, Bayern 0-0, Gladbach gewinnt gegen PSG. Das ist auch eine einigermaßen große Überraschung. Und Zenit und Villarreal trennen sich 2:2. Das ist für uns interessant. Damit sind wir auf jeden Fall an der Spitze der Champions League-Gruppe. Und das ist schon mal, ja, erst wieder ein Ausrufezeichen für uns. Und das nächste Spiel wird gegen die Leverkusener sein. Gegen Bayern 04 Leverkusen. Ich denke mal, dass wir uns erstmal loben werden. Ich glaube, das haben wir nach den letzten Spielen verdient. Also geht's wieder ins Rheinland. Wieder gegen einen rheinländischen Verein. Diesmal gegen Leverkusen. Das könnte auf jeden Fall auch nochmal eine ganz interessante Geschichte werden. Leverkusen schauen wir uns gleich an. Ah, wir müssen aber erstmal den EM-Kader bestimmen. Das schauen wir mal ganz kurz. Mustafi ist noch 3 Wochen verletzt. Das heißt, er wird uns jetzt erstmal nicht viel weiterhelfen. Hummels ist auch wieder da. Ich denke mal, dass wir dafür dann Sven Bender rausnehmen. Tah lassen wir mal drin. Torhüter haben wir ja eigentlich alle ganz gut. So, dann schauen wir mal ganz kurz, wen wir noch rausnehmen können und wen wir... Warte mal, Hummels ist verletzt immer noch. 2 Wochen fällt er aus. Ja, dann können wir dann doch wieder schauen, wen wir denn... Ja, dann nehmen wir Bender wieder rein, ganz ehrlich. Oder, nee, wir nehmen Bender raus und nehmen dafür Weigel mit. Weigel hat sich auf jeden Fall verdient, mal reinzukommen. Ansonsten gucken wir mal ganz kurz. Emre Can ist am Start. Ja, schwierig, ne? Also ich würde noch gerne Dahoud eigentlich mitnehmen, aber ich glaube, das wird echt... ich weiß nicht so recht. Schauen wir mal ganz kurz, ob wir weitere LVs und so weiter haben. Ginter wäre noch ein RV.
Er sieht aber aktuell relativ schlecht aus. Ich glaube, wir lassen das Team so. Wir lassen den Kader so. Ich denke mal, der wird uns auf jeden Fall schon weiterhelfen. Und dann hätten wir das auf jeden Fall gelöst für die nächste Länderspielphase. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Vertragsverlängerung. Lukas Piszczek hat ja seinen Vertrag verlängert. Das freut mich. Ich würde gerne wissen, welche Rolle ich übernehmen möchte. Ich habe in der Zwischenzeit habe ich auf jeden Fall Angebote abgegeben für die Jungs. Für unsere Spieler. Und da sind auf jeden Fall ein paar Spieler da gewesen, dessen Verträge ausgelaufen wären. Deswegen machen wir hier nochmal ein bisschen Remi Demi. Ich denke mal, dass eher Rotationsspieler eher wird. Es tut mir leid, Castro, aber muss sein. Dann schauen wir mal ganz kurz Reus. Ich würde gerne wissen, welche Rolle. Ja, da Reus habe ich auch vergessen. Ich vergesse das immer einzustellen. Das ist ärgerlich. So, 160.000 kriegst du. Aber ich möchte gerne, dass du 2 Jahre spielst und du bleibst natürlich wichtig für die erste Mannschaft. Also ich möchte auf jeden Fall Reus nicht weghaben. Weidenfeller, ja, ich würde fast sagen, ey, ganz ehrlich, sollte seine Karriere dann so langsam beenden. Wir haben sowieso keine Verwendung leider für ihn. Deswegen wäre es vielleicht ganz angebracht. So, ansonsten hätten wir alles durch. Hier sehen wir die für das Nationalteam abgestellten Spieler. Ousmane Dembélé für Frankreich, Carrasco für Belgien, Gündogan, Reus, Weigl, Durm, Horn, Süle für Deutschland, Guerrero für Portugal, Piszczek für Polen, Christensen für Dänemark, Emre Mor für Türkei, Pulisic für USA und Angel Correa für Argentinien. So sieht's aus. Das sind die nominierten Spieler. Und dann gucken wir mal, was vielleicht noch so ansteht für das Leverkusen-Spiel. Aber ich glaube, nicht mehr so allzu viel. Vertragsverlängerung von Hakan Calhanoglu ist auch durch. Genau, wir sind uns einig, dass es unseren Ansprüchen genügt. Und auch für Julian Weigl, also für Hakan Calhanoglu und Julian Weigl, sind die Verträge auch durch. Wir haben also sehr, sehr viele Verträge in dieser Folge verlängert. Es bleiben sehr, sehr viele Spieler. Das finde ich sehr nice. Und Dembélé von Heimweh geplagt, aber warum will er weg? Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, er bleibt auf jeden Fall bei uns. Das sollte auf jeden Fall das große Ziel sein, dass wir ihn irgendwie halten. Das wäre ein schwerer Schlag irgendwie, dass wenn Dembélé weggehen sollte und weggehen will. Das wollen wir auf jeden Fall verhindern, besonders so stark, wie er im Moment auftrumpft. Also müssen wir mal schauen, was in den nächsten Folgen so mit Dembélé passiert. Er hat Heimweh, kann ich nachvollziehen, aber er soll da ein bisschen professioneller bleiben und dann vielleicht dann doch ja, sich durchringen und weiter für Dortmund spielen. Schauen wir mal. Also, das nächste Spiel wird auf jeden Fall gegen Bayern 04 Leverkusen sein zu Hause. Das wird auf jeden Fall ein spannendes Match, denke ich mal. Bayern 04 ist auf dem 5. Platz. Ja, gucken wir mal, wie es da wird. Diese Folge ist damit auf jeden Fall erstmal beendet. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht es gut und ciao. Just let me off. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me off. Fuck all that shit, just let me go.